Kommen wir nun zum häufig gestelltesten Thema bei dem Thema E-Rennrad, das Gewicht. Bei Rennrädern ist das Gewicht immer der ausschlaggebende Faktor für den Kauf oder Nichtkauf eines Rennrades. Sie werden sehr häufig darauf angesprochen bei dem E-Rennrad. Wie viel wiegt das Rennrad überhaupt? Macht es überhaupt Sinn, ein E-Rennrad zu nehmen oder doch eher ein normales Rennrad? Dazu ist erstmal zu sagen, dass wir hier stark differenzieren müssen. Ein E-Rennrad ist kein typisches E-Bike. Wir haben immer noch sehr den Sportfaktor mit drin, sei es durch die Sitzposition oder auch durch die etwas schwächeren Motoren. Das heißt, es geht wirklich nur darum, ein paar extra Watt rauszuholen am Berg, um die Kraft nochmal weiter zu unterstützen. E-Rennräder selber liegen meistens um die 15 Kilo, die sehr leichten Modelle teilweise auch schon um die 12 Kilo. Aber wir haben immer so roundabout über 12 und unter 17 Kilo. Wir haben bei den normalen Rennrädern meistens Gewichte von unter 8 Kilo, die realisierbar sind, und dementsprechend müssen wir hier die extra Watt, die dann erforderlich sind, die zu treten, auch mit dem Motor am Berg dann wieder rausholen.